Herzlich willkommen. Lieber Karl-Heinz, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende. Es ist mir eine große Ehre, Herrn Professor Karl-Heinz Kohl zur diesjährigen Adolf-Elligard-Jensen-Gedächtnisvorlesung begrüßen zu dürfen. Professor Kohl wird uns heute und an drei weiteren Montagen des Sommersemesters seine Antworten auf die Frage darlegen, welche Impulse und konkreten Einflüsse von indigenen Kulturen auf die europäische Kultur-, Wissenschafts- und Sozialgeschichte ausgegangen sind. Dazu geht er exemplarisch auf vier verschiedene Ethnien ein, deren Beschreibungen auch außerhalb der engen ethnologischen Fachgrenzen wahrgenommen wurden und maßgeblich zur Entwicklung neuer Sichtweisen und Ideen mit beigetragen haben. Dazu gehören etwa die brasilianischen Tupinamba, deren Bedeutung für den postkolonialen Diskurs Professor Kohl in der heutigen Vorlesung behandeln wird. Am 31. Mai widmet er sich dann den nordamerikanischen Iroquois und beleuchtet deren Rezeption in feministischen Debatten und für die Gestaltung der amerikanischen Verfassung. Am 7. Juni geht er als nächstes auf die australischen Aborigines ein, insbesondere die Aranda, deren Repräsentation in ethnografischen Texten ganz grundlegend die Fantasien soziologischer und psychoanalytischer Theoretiker bestimmt hat. Den Abschluss der Vortragsreihe bietet dann eine Darstellung der Faszination, ja schon Obsession, französischer Künstler und Intellektueller mit der Kultur der westafrikanischen Dogon. Mit diesen Vorlesungen bietet uns Professor Kohl einen Einblick in ein größeres Buchprojekt, an dem er seit einigen Jahren arbeitet und in dem er anhand von insgesamt 12 indigenen Gruppen den Einfluss ethnografischer Forschung auf die europäische Geistesgeschichte darlegen will. Dieses Projekt scheint mir eine konsequente Weiterführung seiner bisherigen intellektuellen Auseinandersetzung mit der Wechselwirkung zwischen Ethnographie und europäischer Geistesgeschichte zu sein. Schon seit Langem widmet sich Professor Kohl den Grenzgängen zwischen Ethnologie und anderen Fachdisziplinen. So hat er zunächst an der Universität in Erlangen und später an der FU, an der Freien Universität Berlin, Religionswissenschaft, Ethnologie sowie Geschichte und Philosophie studiert und bereits in dieser Zeit die Wechselwirkung zwischen diesen Fächern erkannt. Zeugnis hierfür ist seine Magisterarbeit, die vielen von Ihnen unter dem Titel »Exotik als Beruf« bekannt ist. Darin geht er auf die Besonderheiten der Ethnologie ein, insbesondere die ethnografische Erfahrung, und widmet sich Autoren wie Bronislaw Malinowski, Evan Evans Pritchard und Claude Lévi-Strauss, die maßgeblich den jeweiligen Zeitgeist geprägt haben und auch außerhalb ihres Faches wahrgenommen wurden. Das Thema der wechselseitigen Beeinflussung zwischen Forschern und Erforschten, das Professor Kohl in den nächsten Vorlesungen behandeln wird, steht auch schon im Mittelpunkt seiner Dissertationsschrift, die ihn unter dem Titel »Entzauberter Blick – Das Bild vom guten Wilden und die Erfahrung der Zivilisation« bekannt sein dürfte. Darin behandelt er die ideengeschichtliche Wirkung des Topos vom edlen Wilden, zeigt auf, wie sich die ethnografische Forschung langsam entwickelte und welche Wirkung diese Beschreibung auf die eigene Geisteswelt, insbesondere die großen europäischen Philosophen, hatte. Er macht dabei deutlich, wie sich durch die Erfahrung der anderen Kulturen der Blick auf die eigene Gesellschaft verändert und zum Beispiel auch zur vehementen Kritik an europäischen Lebensformen geführt hat.
Schon in diesem Werk zeigen sich Professor Kohls herausragende Kenntnisse der Philosophie, sein Interesse an Kunst und Sprachen sowie für die Geschichte Europas, aber auch des eigenen Faches. In der Folgezeit erweiterte er seine breiten Geistes- und insbesondere religionswissenschaftlichen Kenntnisse durch jene Erfahrung, die er zuvor aus theoretischer Perspektive beschrieben hatte, die ethnologische Feldforschungserfahrung. Bereits Mitte der 70er Jahre hatte er eine zweimonatige Reise nach Mittelflores unternommen, kehrte dorthin Anfang der 80er Jahre zurück und begann schließlich 1986 mit seiner Frau Marita Kohl-Leitges, ebenfalls Ethnologin, wie Sie wissen, eine zwölfmonatige Studie in Flores, auf die noch weitere folgen sollten. Daraus entstand eine Monographie, die ihm endgültig einen gebührenden Platz in der Ethnologie geben sollte und die später unter dem Titel der Tod der Reichsjungfrau beim Kohlhammer Verlag erschien. Auch in dieser Arbeit zeigt sich sein, wie ich finde, besonderes Interesse an der Vielfalt menschlicher Repräsentationen, an Mythen und Ritualen, genauso wie an komplexen Heiratsallianzen. Die Mainzer Kollegen wurden auf den Berliner Religionswissenschaftler und Ethnologen aufmerksam und man bot ihm schon bald eine Vertretungsstelle an. Er hat seine damaligen Aufgaben wohl zu aller Zufriedenheit erledigt, denn schon kurz darauf wurde er als Nachfolger von Ernst W. Müller nach Mainz berufen und machte sich dort zwischen 1987 und 1996 einen Namen als guter Lehrer und als Organisator wichtiger Symposien, Tagungen und Konferenzen. In dieser Zeit entwickelt er zum einen ein Interesse an afrikanischen Kulturen, insbesondere auch an afrikanischer Kunst, zum anderen an materieller Kultur. Zu diesen Themenbereichen veröffentlichte er weitere Bücher, die seinen hervorragenden Ruf in der Ethnologie als Kenner der Fachgeschichte noch verfestigten. Dazu gehören zum einen die Herausgeberschaft des Ausstellungskatalogs Das exotische Ding, Geschichte einer Sammlung im Jahre 1996 und wahrscheinlich noch bekannter und einflussreicher sein 2004 beim Beck Verlag erschienenes Buch Die Macht der Dinge, Geschichte und Theorie sakraler Objekte. Zum anderen publizierte er zur Fachgeschichte eine Reihe von Aufsätzen und schließlich auch ein Werk, dass ganze Generationen von Ethnologiestudierenden, mich und Frau Fehlings eingeschlossen, prägte und vermutlich auch viele Fachfremde für die Ethnologie begeisterte. Ethnologie, die Wissenschaft vom kulturell Fremden. Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Einführung gab es im englischsprachigen Raum schon einige gute Überblickswerke. Doch in deutscher Sprache waren solche anspruchsvollen und gut lesbaren Hinführungen zu den Themen und Methoden der Ethnologie eine Ausnahme und bleiben es auch noch immer. Zur Zeit des Erscheinens dieses Werkes hatte Professor Kohl bereits einen Ruf auf eine C4-Professur für Kultur und Völkerkunde, wie das damals noch hieß, an das Institut für historische Ethnologie, wie es damals noch hieß, der Universität Frankfurt angenommen und war zum Direktor des Frobenius-Instituts ernannt worden. Als sein Nachfolger auf dieser Professur habe ich erst in den letzten Jahren genau verstanden, was er in dieser Funktion über zwei Jahrzehnte lang alles für unser Fach erreicht hat. Er war als Herausgeber von Peidäumer und den Studien zur Kulturkunde tätig, initiierte den Frobenius-Forschungsförderpreis, brachte den Vorsitz der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde für 5 Jahre nach Frankfurt, war maßgeblich an der erfolgreichen Einrichtung des Exzellenzclusters Normative Ordnungen beteiligt und schaffte es, in diesem Zusammenhang auch unsere geschätzte Kollegin Susanne Schröter von Passau auf eine W3-Professur hier nach Frankfurt zu holen. Am Frobenius-Institut stellt er ein herausragendes Team, wie ich heutzutage weiß, aus Wissenschaftlern, Fotografen und Verwaltungsmitarbeitern zusammen, mit denen er die Schätze des Instituts
aus den Institutsammlungen einer großen Öffentlichkeit bekannt machte. Gemeinsam wiederentdeckten sie die Bedeutung der Felsbilder, die Leo Frobenius mit seinem Team aus Malerinnen und Malern angefertigt hatte, und kreierte zusammen mit anderen eine Ausstellung mit dem Titel »Die Kunst der Vorzeit«, die 2016 in Berlin gezeigt wurde und, wie Sie wissen, seither auch in Mexico City und derzeit in Zürich zu bewundern ist. Auf diese Teamarbeit unter seiner Leitung gehen auch die Datenbanken zurück, die zigtausende von Archivquellen, Fotografien und Bilder enthalten. Im Laufe der Zeit entwickelte sich Professor Kohl zu einem kritischen Begleiter, aber auch Initiator der Debatten um koloniale Kunst und Fragen der Provenienz bzw. Rückführung von Objekten aus Museen in die Herkunftsländer. Er wurde zu einem der öffentlich wirksamsten Ethnologen Deutschlands, der als Autor und Kommentator namhafter deutscher Zeitungen und Zeitschriften äußerst gefragt war und ist. In seinen Beiträgen zeigten sich die besonderen Kenntnisse, die er sich in seinem langen akademischen Leben angeeignet hat. Sein Wissen über Geschichte und Philosophie, sein Überblick über die Fachgeschichte, seine umfassende Bildung in Kunst und Kultur, seine ethnografischen Erfahrungen und schließlich seine aus Ausstellungen gewonnenen Einblicke in Fragen der Repräsentation und des Umgangs mit materieller Kultur. All dies befähigt ihn wohl, wie kaum einen anderen Ethnologen, uns neue Einsichten in die Thematik der heutigen und der drei folgenden Vorlesungen in Gedenken an Adolf Ellegard Jensen zu halten. Die Beiträge indigener Völker zur Kultur der Moderne. Wir freuen uns sehr auf Professor Kohls Erörterung und ich möchte mich bei ihm im Namen des gesamten Frobenius-Instituts für die Bereitschaft bedanken, uns an seinen Überlegungen teilhaben zu lassen. Lieber Karl-Heinz, the floor is yours. Moment, jetzt mache ich das noch ein bisschen größer. So. Karl-Heinz, bitteschön. Ja, lieber Roland, ganz, ganz herzlichen Dank für diese wunderschöne Vorstellung. Ich freue mich, in diesem Jahr die Jensen-Vorlesungen geben zu dürfen und ich freue mich besonders, dass ich das in diesem schönen und vertrauten Kreis tun kann, wie es mir überhaupt seit meiner Emeritierung immer ein großes Vergnügen war, wieder ins Institut zu kommen und hier immer noch, ja, nicht nur als Faktotum empfangen zu werden. Roland, du hast gerade schon ganz wesentlich dargestellt, um was es mir in der Vorlesung geht. Und sehr viel mehr kann ich Ihnen dazu auch nicht darlegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was ich Ihnen vortragen werde, ist Teil eines größeren Vorhabens. Du hast bereits darauf verwiesen, bei dem es sich um eine Art von historischer Spurensuche handelt. Im Zug der neueren Globalgeschichte sind zahlreiche Studien erschienen, die zeigen, wie stark außereuropäische Kulturen die europäische Kunst, Philosophie, Literatur und Kunstgeschichte beeinflusst haben. Doch haben sich diese Studien bisher weitgehend auf die sogenannten großen Kulturen Chinas, Japans, Indiens und eben vor allem auch des sogenannten Nahen Ostens beschränkt. Ich möchte diese Fragestellung aber auf die kleinen und relativ geschlossenen Kulturen beziehen, zu deren Untersuchung sich bei uns im 19. Jahrhundert eine eigene wissenschaftliche Disziplin herausgebildet hat, nämlich die Ethnologie.
Dadurch sind Gesellschaften, die eigentlich nur wenig gemeinsam haben, sofern man davon absieht, dass sie keine eigenen schriftlichen Überlieferungen hervorgebracht haben, diese Gesellschaften sind dadurch in einer Art und Weise homogenisiert worden, die sie nur aus unserer eurozentrischen Sicht als Einheit erscheinen lässt und zugleich die zwischen ihnen bestehenden Differenzen verwischt. Summarisch und diffamatorisch zugleich hat man sie zunächst als wilde und später nicht weniger abwertend als primitive bezeichnet. Rezeptionsgeschichtlich ist man nicht anders verfahren, indem man unter dem höchst problematischen Begriff des Primitivismus in den Bildwissenschaften die westlichen Kunstrichtungen zu subsumieren versuchte, die sich einige ihrer Stilrichtungen angeeignet hatten. Kaum ist dagegen je untersucht worden, welcher Einfluss von einzelnen dieser Kulturen auf das westliche Denken ausgegangen ist. Und genau da setzt mein Vorhaben ein, was die europäische Kultur- und Geistes-, Wissenschafts- und Politikgeschichte Ihnen verdankt, werde ich Ihnen, wie bereits von Roland dargelegt, in heute und in den nächsten 3 Stunden an 4 Beispielen zu demonstrieren versuchen. Um den wahrscheinlich frühesten, aber bis in die jüngste Gegenwart hinein wirkenden Fall soll es heute gehen. Ich beginne also hier mit dem ersten Abschnitt, Oktober 1550. Was war da? Nun, am 1. Oktober des besagten Jahres kam es in der normannischen Hafenstadt Rouen zu einem Spektakel, wie man es bis dahin in Frankreich noch nie gesehen hatte, und das als ein Vorläufer der dann im 19. Jahrhundert so populären Völkerschauen gelten kann. Aus Anlass des feierlichen Einzugs König Heinrichs II. Von Frankreich, der nach seinem Regierungsantritt auf eine Rundreise durch alle bedeutenden Städte seines Königreichs aufgebrochen war. Aus diesem Anlass hatten die Bürger Rouens am Ufer der Seine ein brasilianisches Dorf errichtet, dessen grasgedeckte Hütten von einem Palisadenzaun umgeben waren und in dem sich Affen, Papageien und andere exotische Vögel tummelten. 50 mit Federkronen geschmückte Tupinambar stellten zusammen mit 250 als Menschen aus der neuen Welt verkleideten normannischen Seeleuten Szenen aus dem Alltagsleben nach. Man sah sie ihre Nahrung zubereiten, Bäume fällen, dem Fischfang und der Jagd nachgehen. Auch der Überfall auf ein feindliches Dorf wurde vorgeführt. Die Tupinambas stammten aus der Bucht von Guanabara in der Umgebung des heutigen Rio de Janeiro, in der die Franzosen 20 Jahre zuvor ihre ersten festen Niederlassungen errichtet hatten. Das ist heute weitgehend vergessen, wie viele europäische Nationen damals versucht hatten, sich ebenfalls nach den Portugiesen in Brasilien Land zu sichern. Nun, die Tupinambar waren für die Franzosen nicht nur Handelspartner, sondern auch ihre Verbündeten in den Kämpfen mit ihren portugiesischen Rivalen, die weiterhin die Oberhoheit über diesen in 1494 im Vertrag von Tordesillas vom Papst zugesprochenen Teil des Kontinents sichern wollten. Einzelnen Tupinambar in einer Hafenstadt wie Rouen zu begegnen, war daher damals gar nicht so ungewöhnlich, wie es uns heute erscheinen mag. Auch über ihre Sitten und Gebräuche war man in Europa schon bald recht gut unterrichtet. Der hessische Söldner Hans Staden, der aus Marburg stammte
und in portugiesischen Diensten gestanden hatte, war 1554 in die Gefangenschaft der Tupinambá geraten und hatte 3 Jahre später einen aufsehenerregenden Bericht über die Zeit dort veröffentlicht, die dann mit seiner glücklichen Befreiung endete. Seine, wie dieser reiserische Titel heißt, er könnte aus der Bildzeitung stammen, seine wahrhaftige Historia und Beschreibung einer Landschaft der wilden, nackenden, grimmigen Menschfresserleuten in der neuen Welt Amerika gelegen, wurde allein im Jahr ihres Erscheinens 4-mal neu aufgelegt und in viele europäische Sprachen übersetzt. Seinen Erfolg verdankte das Buch weniger Stadens relativ zuverlässigen Beschreibungen der Wirtschaftsform, der Lebensform und Heiratsbräuchen der Tupinambá, als vielmehr seinen abschreckenden Schilderungen ihrer kannibalischen Gepflogenheiten. Staaten griff damit ein Thema auf, das das Bild der Bewohner Südamerikas von den ersten Entdeckungsfahrten an bereits geprägt hatte. Schon Amerigo Vespucci, dessen Name der Kontinent heute trägt, hatte in seinem in Europa weit verbreiteten, an Lorenzo di Medici gerichteten Brief Mundus Novus aus dem Jahr 1503 dem Kannibalismus der Brasilianer breitesten Platz eingeräumt. Menschenfleisch sei ihnen eine ganz gewöhnliche Nahrung, so hat er berichtet. Sogar ihre eigenen Kinder würden die Männer bisweilen verschlingen. Und selbst habe er mit einem Mann gesprochen, der sich rühmte, an die 300 Menschen gefressen zu haben. Also es gibt kaum einen schlimmeren, vorurteilsbeladeneren Begriff über die Bewohner der neuen Welt. Und es hat mich immer verwundert, dass die früher von uns mit dem sicher problematischen Begriff Indianer, problematisch ist er im Deutschen nicht, weil wir die Unterscheidung machen zwischen den Indern und den Indianern, aber eben in Amerika, dass sie sich ausgerechnet nach diesem schlimmen Kolonialideologen benennen mussten, wenn sie heute Native Americans heißen. In Kanada hat man First Nations gewählt, aber Native Americans nach einem solchen, wenn Sie so wollen, ideologischen Verbrecher, ich weiß nicht. Ja, Staaten ging in seinem Bericht noch mehr ins Detail und beschrieb ausführlich, wie die Tupinambá ihre Kriegsgefangenen zunächst mit einer ihrer Frauen verheirateten und viele Monate lang bei sich leben ließen, bevor sie ihre Gefangenen unter wechselseitigen Schmähungen hinrichteten, ihre Gliedmaßen auf dem Rost brieten und sich gemeinsam an ihnen gütlich taten. Schadens Reisebeschreibung war nicht nur sensationalistisch aufgemacht, sondern auch eine Art Propagandaschrift waren die Tupinambá doch die Verbündeten der Franzosen gegen die Staaten auf portugiesischer Seite als Kanonier gekämpft hatte. Und dementsprechend sieht eben auch aus, was er Schlimmes über sie berichtet. Die Berichte der Franzosen erweisen sich dagegen als entschieden wohlmeinender. Sie loben den Mut und die Mannhaftigkeit der Tupinambá, ihre Liebe zu ihren Frauen und nicht zuletzt auch ihr Leben im Einklang mit der Natur. In erster Linie wäre hier der Franziskanermönch André Thevet zu nennen, der 1556 den französischen Vizeadmiral Villegagnon in die in Brasilien gegründete Kolonie begleitete, die eigentlich ein soziales Experiment war. Und zwar sollte versucht werden, dass dort nach den Verheerungen des Bürgerkriegs Calvinisten und Katholiken friedlich zusammenleben sollten. Das hat aber dann leider nicht geklappt. André Thevet ist bereits sehr früh wieder nach Frankreich zurückgefahren, hat sich dort insgesamt nur wenige Wochen aufgehalten, aber trotzdem ein Buch darüber geschrieben,
Das machen Journalisten heute auch noch. Und in dem Jahr, in dem er abgereist ist, da kam in die Kanonie ein gewisser Chandeleri. Chandeleri war ein persönlicher Freund von Jean Calvin, eben dem Begründer, dem in Genf residierten Begründer des Calvinismus, und sollte eben als Prediger hier die calvinistische Seite der Kolonie verstärken. Aber das Experiment ging schief. Die Katholiken und die Protestanten haben fürchterlich angefangen, sich zu streiten. Die Protestanten waren in der Minderheit und haben deshalb beschlossen, die Siedlung zu verlassen und sind wohin gezogen? Nun zu ihren Verbündeten, den Tobinamba. Und über sie hat Chandeleri, an ihnen hat Chandeleri ein großes Gefallen gefunden, hat sie beschrieben und hat sie tendenziell sogar idealisiert in seinem, ich glaube, es war 1578 veröffentlichten Buch. Hier, Histoire des voyages fait en la terre de Brésil, also Geschichte einer Reise in das Land Brasilien, das früher mal, das man auch als Amerika bezeichnet. Auf einer sehr genauen Beobachtungsgabe beruhend und lebendig beschrieben, zählt diese Reisebeschreibung nach dem Urteil von Claude Lévi-Strauss zu den, ich zitiere, Meisterwerken der ethnografischen Literatur. Obgleich den Tobinamba in den Schilderungen Tevez und Leris entschieden mehr Sympathie entgegengebracht wird als bei Hans Staden, sparen sie das Thema des Kannibalismus keineswegs aus und beschreiben ebenfalls sehr drastisch, wie die Gefangenen mit Keulen erschlagen und ihre Leichname zerstückelt werden. Allerdings betonen sie, dass Menschenfleisch bei ihnen eben keine gewöhnliche Nahrung sei, wie es noch bei Vespucci hieß, sondern dass sie ihre Feinde allein aus Rache verzehrten. Chandeleri relativiert diesen Brauch überdies, indem er zahlreiche Fälle von Kannibalismus nennt, die sich während der Glaubenskriege auch in Frankreich ereignet hatten, bei der blutigen Verfolgung und Ermordung seiner hugenottischen Glaubensgenossen etwa, deren Herz und Leber man herausriss und an die Meistbietenden versteigerte, oder auch an den Kannibalismus während der großen Hungersnot, die er bei der Belagerung der Stadt Sancerre selbst hatte miterleben müssen und bei der man die Leichen Verstorbener aß, um selbst überleben zu können. Zudem, und das macht die Sache nochmal ganz interessant, nutzt er die anthropophagen Sitten der Tobinamba für einen Seitenhieb auf die in seinen Augen und in den Augen der Calvinisten überhaupt absurden Transsubstantiationslehre der katholischen Kirche. Also Sie wissen, oder Sie wissen vielleicht nicht mehr, der wesentliche Unterschied zwischen der calvinistischen Transsubstantiationslehre und der katholischen besteht darin, dass für die Calvinisten das beim Abendmahl gereichte Fleisch und Blut in Form, also Entschuldigung, falsch rum, das beim Abendmahl gereichte Wein und die Oblade ist für die Katholiken das wirkt nach der Wandlung das wirkliche Fleisch und Blut Jesu, während die Calvinisten sagten, das kann natürlich nur ein Symbol sein. Nicht? Und da sagt Chandeleri wiederholt, was sind die Leute zurückgeblieben, dass sie glauben, das wäre wirklich das Fleisch und Blut Christi. Also hier in die konfessionellen Auseinandersetzungen, in denen spielt das, was man damals über die Tobinamba erfahren hat, auch eine nicht unwichtige Rolle. In Leris Reisebeschreibung finden sich bereits zahlreiche der Überlegungen und Argumente, die Michel de Montaigne in seinem ebenfalls den brasilianischen Tobinamba gewidmeten und bis heute wahrscheinlich berühmtesten Essai de Cannibal von 1580 vorbringen und weiter ausbauen sollte.
Montaigne beruft sich in ihm auf einen einfachen Gewährsmann, der sich viele Jahre in Brasilien aufgehalten haben soll. Auch gibt er eine Unterredung mit einem Tupinambá wieder, mit dem er sich im Jahr 1562 beim festlichen Einzug eines anderen französischen Königs, nämlich Karl IX. In Rouen unterhalten haben will. Allerdings dürfte er die meisten seiner Informationen aus den bereits genannten Berichten André de Vez und eben auch vor allem Jean de Leris entnommen haben. Im Rekurs auf ähnliche Überlegungen, die schon antike Autoren angestellt hatten, lobt Montaigne zunächst die Lebensweise der Tupinambá, die im Gegensatz zu den Europäern noch ganz nach den Gesetzen der Natur in Freiheit und Gleichheit lebten, bei denen es keine staatliche Obrigkeit, keine Rangunterschiede und auch weder Arme noch Reiche gäbe. Er könne an ihnen nichts Barbarisches oder Wildes finden, so führt er aus, wie man denn überhaupt als barbarisch immer nur das bezeichne, was nicht den eigenen Bräuchen und Gewohnheiten entspräche. Ausführlich kommt Montaigne dann auf den Kannibalismus zu sprechen, allerdings zunächst nicht den der Brasilianer, sondern den der Europäer, die sich alles einverleiben wollten, was ihnen begegnete und deren Augen schon immer größer als ihre Mägen gewesen seien. Gegenüber ihrer Gier erscheint der Kannibalismus der Tupinambá entschieden harmloser, würden sie ihn doch nur ausüben, um sich an ihren Feinden zu rächen. Und sei es nicht auch eine weit schlimmere Barbarei, so schlussfolgert Montaigne, die eigenen Mitbürger und Nachbarn bei lebendigem Leib zu foltern und zu quälen, von, ich zitiere, Hunden und Schweinen zerbeißen und zerfleischen zu lassen. Und dies alles unter dem Vorwand der Frömmigkeit und der Religion als ein Menschen zu braten und zu verspeisen, wenn er doch bereits längst verendet ist. Der den Einwohnern der neuen Welt seit Kolumbus und Amerigo Vespucci immer wieder unterstellte und oft auch in Verbindung zu inzestuösen Praktiken gebrachte Kannibalismus hatte von der Entdeckung Amerikas an als Kolonialideologie zur Legitimation kolonialer Unterwerfung, Landnahme und Ausbeutung gedient. Doch bereits bei Jean de Leris wendet sich der Blick und richtet sich auf die nicht weniger barbarischen Zustände im eigenen Land. Bei Montaigne schließlich gerät der Kannibalismus der Tupinambá zur Folie für eine scharfe Kritik der eigenen Kultur. Sein Essay über die Kannibalen kann man mit Fug und Recht als ein erstes aus dem Geist des neuzeitlichen Humanismus heraus verfasstes Manifest des Kulturrelativismus bezeichnen, dessen provokative Radikalität auch heute noch berührt. Sie sehen also am Beginn der Ethnologie, wenn wir hier Jean de Leris als einen ihrer Gründerväter nehmen und als den Philosophen, der die ethnografischen Berichte als erster eben auch systematisch verarbeitet hat, Montaigne. Am Beginn der Ethnologie stand eine Kritik der eigenen Kultur und ich denke, das kann man heute in einer Zeit, in der so viel auf die Ethnologie eingeschlagen wird, nicht oft genug betonen. Wenn Sie sich im Übrigen hier für diese Geschichte bis zu Montaigne näher interessieren, möchte ich Sie auf einen Aufsatz unserer Kollegin Iris Gareis verweisen, der 2017 in einem Sammelband über Kannibalismus erschienen ist und auch ganz informativ, ich hatte das Buch hier irgendwo mitgebracht, ist das vor 2 Jahren veröffentlichte Buch von Mark Münzel mit dem Titel Anthropophagia. Mark Münzel ist ein Spezialist für Südamerika und hat selber auch dort bei einer von ihren Nachbarn als Kannibalen diffamierten Gesellschaft, früher als Kannibalen diffamierten Gesellschaft gelebt. Und da können Sie also viel zu diesem Thema, was die historische Seite anbelangt, noch nachlesen.
Nun, eine der Folgen der ausführlichen Berichterstattung über die Tupinambar war, dass Sie und die Ihnen zugeschriebenen anthropophagen Bräuche seither ja das Bild des südamerikanischen Kontinents bestimmten, und zwar in einer durchaus ambivalenten Mischung von Faszination, natürlicher Idylle und Angstlust. Die den Berichten Statens, André Tévez und Jean de Leris beigegebenen Holzschnitte wurden zur Vorlage vieler der kolorierten Kupferstiche, mit denen der vor der Verfolgung durch die Spanier aus dem flämischen Lüttich hierher nach Frankfurt geflohene protestantische Kupferstecher Theodor de Prie seine Sammlungen von Reisebeschreibungen über Amerika oder die Neue Welt illustrierte, die ab 1590 erschienen. Einer im Übrigen der bis dahin größten verlegerischen Erfolge des damals schon florierenden Frankfurter Buchmarkts. Ob de Prie Montaignes Essay über die Kannibalen kannte, weiß man nicht. Hier ist eine der Illustrationen. Ich hoffe, sie triggert sie nicht. Das weiß man also nicht. Doch folgt er in den Abbildungen einem ähnlichen bildrhetorischen Verfahren, wie Montaigne es in seinem Text eingeschlagen hatte. Die Darstellung der kannibalistischen Szenen der Tupinambar steht in einem isomorphen Verhältnis zur Darstellung der Gräueltaten, die von den Spaniern während der Eroberung Lateinamerikas an den Ureinwohnern des Kontinents begangen worden waren. In ähnlicher Weise werden in den Stichen aus de Pries Werkstatt, die nach seinem Tod seine Söhne übernahmen, auch die Grausamkeiten der erzkatholischen Spanier bei der Verfolgung der Calvinisten, vor allem auch in den Niederlanden, zu ihren Untaten in der neuen Welt in Beziehung gesetzt. Also da haben Sie hier plötzlich eben auch wieder das Moment der Identifikation. Nicht? Auch hier zuerst die nun ziemlich schrecklichen Szenen, nicht? Aber dann hier die Spanier treiben es ja viel, viel schlimmer. Sie lassen sie hier von Hunden zerreißen, während die Opfer der Tupinambar zumindest noch einen heldenhaften Tod sterben und bevor sie erschlagen werden von ihren Feinden, ihnen entgegenrufen, wie viele von euch haben meine Väter und Vorfahren schon gefressen? Darauf kommen wir später noch zu sprechen, denn das spielt heute wieder eine Rolle in der postkolonialen Diskussion, in der ich im dritten Teil dann eingehen werde. Aber zunächst noch hier zu den Abbildungen. Hatten die Hersteller der Holz- und Kupferstiche im 16. Jahrhundert die Vorlagen für die Buchabbildungen aus den Texten bezogen, diese ikonografisch umzusetzen versucht, so gelangten im 17. Jahrhundert die ersten ausgebildeten Künstler nach Brasilien, wo sie ihre Modelle aus eigener Anschauung kennenlernen konnten. Zu ihnen gehörte auch der niederländische Stillleben- und Porträtmaler Albert Eckhout, der zwischen 1637 und 1644 in Brasilien lebte, in der damaligen niederländischen Kolonie, die von Prinz Moritz von Nassau-Siegen, also haben sie auch wieder einen Lokalbezug, dort gegründet worden war. Von Eckhout stammt eine Serie von 8 überlebensgroßen Ganzkörperporträts der Einwohner der niederländischen Kolonie, darunter auch ein Tupi und ein Tapuya-Paar. Da die Tupinambar zu dieser Zeit bereits weitgehend akkulturiert waren, stattete Eckhout mit deren herkömmlichen, also hier sind die Tubaya, mit deren herkömmlichen kannibalistischen Attributen, die mit ihnen kulturell eng verwandten und noch in Anführungszeichen wilden Tabuya aus. In diesem 1641 entstandenen Bild einer bis auf einen Pflanzenbüschel
nackten Tubaya-Frau erkennt man erst auf den zweiten Blick, wenn Sie genau hinsehen. Ne? Man erkennt hier erst auf den zweiten Blick der Fuß, der aus ihrem Tragekorb ragt, und die Hand, die sie selbst in der rechten Hand hält. Also das sind hier die jetzt auf die Nachbarvölker übertragenen Attribute, aber die eben einfach zeigen, wie lang hier das Bild der Tupinamba weiterhin fortwirkt. Mit diesem Schreckensidyll stellt sich auch Eckhart ganz in die Tradition der kontrastiven Doppeldeutigkeiten, die für die Darstellungen der indigenen Küstenbewohner Brasiliens seit dem 16. Jahrhundert charakteristisch war. Denn sie sieht ja nun eigentlich wirklich entzückend aus und ganz unschuldig. Als Eckhart seine Bilder malte, waren die Tupinamba mit ihrem längst zum kolonial-ideologischen Rechtfertigungsnarrativ verkommenen kannibalistischen Sitten und Gebräuchen bereits zum Emblem für den ganzen Kontinent geworden. Im späten 16. und vor allem im 17. Jahrhundert entstand ein neues künstlerisches Genre, das sich in Druckgrafiken und auf Weltkarten, auf dekorativen Wandfresken, Tapisserien und höfischen Prunkgeschirr großer Beliebtheit erfreute, nämlich die sogenannten Erdteilallegorien. In der Regel wurde dabei jeder der vier bis dahin bekannten Erdteile von einer Frau repräsentiert, die sie zusammen mit einigen der Besonderheiten des jeweiligen Kontinents zeigten. Bei der reich geschmückten Asia sah man im Hintergrund Kamele, Silber und Gold. Die dunkelhäutige Afrika war von Elefanten, Löwen und Spitzereien umgeben, während die Europa meist mit einer Krone oder anderen Herrschaftszeichen ausgestattet erscheint. Amerika wird dagegen mit Vorliebe als nackte Amazone personifiziert. In diesem hier um 1600 entstandenen Kupferstich von Theodor Galle trägt sie eine Federkrone und hält in der linken Hand einen Speer und in der rechten einen Schädel, während zu ihren Füßen ein abgeschlagener Arm liegt. Auf anderen Bildern sind im Hintergrund kannibalistische Schlachtszenen zu sehen, deren Herkunft aus den Illustrationen der Reisebeschreibungen Stadens oder Leris bzw. der Depreschen Reisekompilation unverkennbar ist. In allen Fällen aber handelt es sich um ikonografische Attribute, die ursprünglich einmal den Tupinamba zugeschrieben worden waren. Die einzelnen Bildmotive lassen sich bis in das späte 18. Jahrhundert hineinverfolgen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfahren die Erdteilallegorien dann wieder eine gewisse Renaissance in den Monumenten, die vor großen Handelshäusern, vor Börsen und auch Zollgebäuden errichtet werden. Wenn Sie in Frankfurt hier eine Erdteilallegorie sehen wollen, müssen Sie sich nur vor die Fassade der Frankfurter Börse begeben. Ich glaube, 19. Jahrhundert oder frühes 20. Jahrhundert sind die hergestellt worden. Da finden Sie dann auch zwar keine Kannibalin, aber eben eine nackte Amazone, die Südamerika repräsentiert. Nun, ich habe schon verschieden darauf hingewiesen, es bedarf keines allzu großen Interpretationsaufwandes, um die kolonialideologischen Intentionen zu benennen, die mit der Darstellung der indigenen Bevölkerung des südamerikanischen Kontinents als blutrünstiger und menschenfressender Wilder verbunden waren. Gäbe es denn ein besseres Argument für ihre Unterwerfung und Ausrottung als ihre unmenschlichen Gebräuche? Ein Stück Ambivalenz mag zwar hier in der Figur der nackten Amazone durchzuscheinen, nicht die, ihre Eroberung gewissermaßen auch herauszufordern zu scheint. Doch ansonsten ist von der grundsätzlichen Relativierung der eigenen Werte, Normen und Verhaltensweisen, die sich noch bei Chandelerie und Montaigne findet, nur wenig geblieben. Im 19. Jahrhundert tritt das Motiv für die neue Welt dann allerdings zurück. Die Stelle Südamerikas als große
Projektionsfläche der gruseligen Phantasmagorien der Eroberer nimmt im 19. Jahrhundert dann vor allem Afrika ein. Hier im Übrigen mit derselben Verflechtung mit kolonialen Eroberungs- und Zivilisierungsideologien. Eigentlich hätte man aufgrund dieser geografischen Verschiebung der Projektionsflächen davon ausgehen können, dass die aus den Erstbeschreibungen der Tupinamba entnommenen und der Selbstlegitimation des europäischen Kolonialismus dienenden Kannibalismusmotive in Brasilien seit Erlangung der politischen Unabhängigkeit keine Rolle mehr hätten spielen sollen. Bestenfalls hätten sie noch zur Rechtfertigung binnenkolonialer Verhältnisse dienen können, dem bis in die jüngste Gegenwart hinein andauernden Landraub und Genozid an der immer geringer werdenden Zahl der noch im Inneren Amazoniens lebenden Ureinwohner. Überraschenderweise war das allerdings nicht der Fall. Vielmehr erfährt der Kannibalismus der Tupinambá in Brasilien zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Wiederbelebung in einer kulturellen Bewegung, die in der Literatur- und Kunstgeschichte als brasilianischer Modernismo bezeichnet wird. Nun, als Geburtsstunde dieser stark von Dadaismus und Surrealismus beeinflussten Bewegung gilt die Semana de Arte Moderna, die im Februar 1922 in Sao Paulo stattfand. Stärker noch als jeder andere Staat Lateinamerikas war Brasilien bis in das frühe 20. Jahrhundert hinein von kolonialen Strukturen geprägt. Bis zur Ausrufung der Republik im Jahr 1889 wurde das Land von Monarchen regiert, die aus dem portugiesischen Königshaus stammten, zum Teil auch in Personalunion. Der letzte brasilianische Kaiser, der 1889 eben gestürzt wurde, war Dom Pedro, ich habe Schwierigkeiten mit der portugiesischen Aussprache, also auch im Folgenden versuche ich die Wörter dann so auszusprechen, wie man sie schreibt. Also es war Dom Pedro II. Und einer der Gründe für seinen Sturz war, dass er für die Abschaffung der Sklaverei plädiert hatte. Brasilien war nämlich das letzte Land der westlichen Hemisphäre, wenn Sie so wollen, in dem die Sklaverei abgeschafft worden war, also 1865 in Nordamerika nach dem Bürgerkrieg und eben in Brasilien 1889 erst. Das wurde dann auch nach der Ausrufung der Republik nicht mehr rückgängig gemacht. Sie konnten zwar die Latifundienbesitzer und anderen Mitglieder der weißen Oligarchie konnten danach zwar das Rad nicht mehr zurückdrehen, behielten aber auch in der Republik weiterhin das Sagen. Es war die mit ihrer Vormachtstellung verbundene Dominanz der europäischen Kultur, gegen die sich die provokativen Aktionen der fünf jüngeren Künstler und Schriftsteller richteten, die 1922 gemeinsam die besagte Woche der Moderne organisierten. Angeführt wurde die Gruppe der Fünf von Mario de Andrade, der sich als Dichter und Verfasser ethnografischer und musikethnologischer Abhandlungen einen Namen gemacht hatte. Und ihm zur Seite stand bis zu ihrem späteren Zerwürfnis Oswald de Andrade, der, obgleich er denselben Nachnamen trägt, mit Mario nicht verwandt war. Während eines Aufenthalts in Paris
hatte Oswald Dernthrate die Bekanntschaft einiger der damals führenden französischen Avantgarde-Künstler gemacht. In ihren Werken taucht das Motiv des Kannibalismus oft auf, so etwa bei Apollinaire, bei Plaisantrard und bei allem bei Marie-Francis Pigabia, der ein dataistisches, kannibalistisches Manifest verfasst hatte und 1922 auch die kurzlebige Zeitschrift Le Cannibal, also der Kannibale, gründete. Doch wird das Motiv bei den französischen Surrealisten noch in provokativer Absicht verwendet, pour épater le bourgeois, also um den Spießer zu schocken, wie man den Satz vielleicht am besten übersetzt, der, soviel ich weiß, von Baudelaire stammt. Dass Andrade sich von ihnen für seine eigenen Arbeiten inspirieren ließ, darf wohl angenommen werden. Allerdings geht er in seinen beiden wichtigsten Texten, dem Manifesto Pau Brasil von 1924 und dem Manifesto Anthropophago von 1928, mit dem Thema andersrum. Für ihn, also hier sehen Sie das Manifesto Anthropophago, hier mit einem Anthropophagen in der Mitte sitzend. Für ihn verkörpert der Kannibalismus der Tupinambá das indianische Erbteil der brasilianischen Kultur, indem er eine Alternative zu dem auf sozialen Hierarchien, auf Subordination, auf Segregation und auf rassistischer Diskriminierung basierenden kulturellen Erbe der Kolonisatoren, der europäischen Kolonisatoren sieht. Statt sich den anderen zu unterwerfen und die anderen zu versklaven, verschlingt der Tupinambá ihn und lässt ihn so zu einem Teil seiner selbst werden. Der anthropophage Akt ist aus dieser Sicht ein kreativer Prozess. Sich jemand anderen einzuverleiben heißt, das Selbst aus der Alterität neu zu bilden, so ließe sich der Ansatz in etwa auf einen kurzen Begriff bringen. Diente der Kannibalismus noch in den Werken der literarischen Avantgarde der 1920er Jahre als Symbol ungebändigter Wildheit und Andersheit, so wird er bei Oswald Dernthrate zu einem wichtigen Element für die Konstruktion einer brasilianischen Identität. In der von ihm mit seinem Manifest ausgerufenen anthropophagen Bewegung findet zugleich mit der kannibalistischen Einverleibung des Tupi-Kannibalismus durch den brasilianischen Modernismo eine Umkehrung aller Werte statt, wenn er das Jahr 1554 zum Gründungsdatum Brasiliens erhebt. Und warum? Das war nämlich das Jahr, in dem die Tupinambá der Überlieferung zufolge gemeinsam den portugiesischen Bischof Sardinha fingen und festlich verspeisten. To be or not to be, that's a question, so lautet das zentrale Motto des Manifests, ein Wortspiel, das einen ontologischen Anspruch mit einer ironischen Wendung verknüpft. In dieser gedoppelten Form sollte die Anthropographie zu einer Art von identitärer Selbstreferenz brasilianischer Künstler, Schriftsteller und Intellektueller werden. Nach dem Urteil des Literaturwissenschaftlers Peter Schulze handelt es sich dabei um einen kulturspezifischen, postkolonialen Theorieansatz avant la lettre. Eines der auch heute noch bekanntesten Mitglieder der erwähnten Gruppe der Fünf ist Oswaldos bereits erwähnter Namensvetter Mario de Andrade, in dessen Roman-Epos Macunaíma von 1928 zahlreiche, ach, das habe ich vergessen, muss ich Ihnen auch noch zeigen, das ist ganz wichtig, also hier, das ist der Kannibale, den Sie auf dem Manifesto Anthropophago gesehen haben, und zwar heißt er
Abapuru, und das bedeutet in der Sprache, Abapuru bedeutet in der Sprache der Tupi Menschenfresser. Und dieses Gemälde stammt eben von Tarsila de Amaral, mit der Oswald Entrate verheiratet war und die eben auch mit zu der Gruppe der Fünf gezählt wurde. Nun, also Makunaima, der Roman, der im selben Jahr auch entstand und in den zahlreiche Elemente aus der Mythologie der Tupinambá Eingang gefunden haben. In ihm wird das Anthropographie-Thema wiederholt in satirischer Form abgehandelt. Der indigene Titelheld, eben Makunaima, macht auf seinen pikaresken Reisen Bekanntschaft mit den unterschiedlichsten Aspekten der brasilianischen Mischkultur. Er verwandelt sich selbst zeitweise in einen Weißen, also ja, wie nennt man das heute? Eine Trans. Jedenfalls, er ist ein Transmensch in jeder Hinsicht und nimmt die unterschiedlichsten Gestalten an im Verlauf seiner Reisen, bis er zum Schluss selbst einer Menschenfresserin zum Opfer fällt. Eine der wichtigsten Quellen dieser noch 40 Jahre später, na, hier haben wir ihn, dieser noch 40 Jahre später verfilmten Erzählung, stellt im Übrigen das Buch des deutschen Ethnologen Theodor Koch-Grünberg dar. Im weitesten Sinn ließe sich dieser Tradition auch das Werk des brasilianischen Soziologen Gilberto de Freire zuordnen, der bei Franz Boas an der Columbia University Cultural Anthropology studiert hatte, in Sao Paulo Soziologie lehrte und das intellektuelle Leben seines Landes über 30 Jahre hin entscheidend prägte. In seinem im Deutschen erst 1965 erstmals unter dem Titel Herrenhaus und Sklavenhütte veröffentlichten Hauptwerk aus dem Jahre 1933 entwirft Freire ein Idealbild der brasilianischen Gesellschaft, in der alle Kulturen, die der Ureinwohner des Landes, die der Nachkommen der afrikanischen Sklaven, die der ehemaligen Kolonialherren und auch die der aus Asien zugewanderten Menschen, also in Sao Paulo zum Beispiel gibt es eine bedeutende Kolonie von Japanern, friedlich und gleichberechtigt in einer, wie er sie selbst bezeichnet, Rassendemokratie zusammenlebten und gemeinsam einen neuen Menschentypus schufen und eine neue Zivilisation hervorgebracht hätten, die die Werte aller ihrer Herkunftskulturen in sich vereinte. Für Freire ist der lusitanische Mensch, in dem alles zusammenkommt, eben auch der Mensch der Zukunft. Auch wenn bei ihm das Anthropophagie-Motiv nicht explizit auftaucht, liegt seinen Überlegungen zum besonderen Charakter, der gewissermaßen eine Menschheitsutopie vorwegnehmenden brasilianischen Gesellschaft, doch eine ganz ähnliche Denkfigur zugrunde. Also auch dazu haben die Tupinambá inspiriert. Nun, die Wirkmacht dieser Denkfigur blieb nicht auf Brasilien beschränkt. Auch der spanische Maler und Schriftsteller Eugenio Granel ist den Spuren der brasilianischen Ureinwohner in seiner surrealistischen, groteske Roman eines Tupinambá-Indianers gefolgt, indem er hier wiederum ganz ähnlich wie Montaigne seine Erfahrungen als Kämpfer im spanischen Bürgerkrieg verarbeitete. Bisher ist meines Wissens weitgehend übersehen worden, dass das Motiv und überhaupt die ganze anthropophage Bewegung auch im Werk des meines Erachtens
wichtigsten Ethnologen des 20. Jahrhunderts eine wichtige Rolle spielt, nämlich bei Claude Lévi-Strauss. 1934 war der damals gerade einmal 25-jährige Wissenschaftler zusammen mit seiner Ehefrau Dina Dreyfus, die ebenfalls Ethnologin war, und zwar meinten eine mindestens so bedeutende wie er, nach Brasilien gekommen, zusammen mit einer Delegation französischer Gastprofessoren, und zwar nach Sao Paulo, wo damals die erste Universität gegründet worden war, noch ganz im Sinne der Durkheimischen Soziologie. Und wie Sie ja wissen, gehört in diese Abstammungslinie über seinen Lehrer Marcel Mauss auch Claude Lévi-Strauss selbst. In dieser Zeit, in der Zeit, die sie dort verbrachten, nämlich 3 Jahre, freundeten sie sich mit Mario de Andrade an, der in diesen Jahren dominierenden Figur in den avantgardistischen Zirkeln der brasilianischen Kulturmetropole. Andrade unterstützte die beiden bei der Vorbereitung ihrer Forschungsreisen zu den indigenen Völkern des Mato Grosso und machte sie mit anderen führenden Mitgliedern des Modernismo Brasileiro bekannt. Zu ihnen zählte eben auch sein Namensvetter Oswald de Andrade, der Verfasser des bereits gezeigten anthropophagen Manifests. Die Gespräche, die Dina und Claude Lévi-Strauss mit den beiden führten, haben in seinem Werk, also vor allem in dem Werk von Lévi-Strauss, ihre Spuren hinterlassen. Anthropophage Metaphern und Wendungen finden sich in seinem autobiografischen Reisebericht Traurige Tropen immer wieder. Auf den Kannibalismus kommt er in seiner vierbändigen Abhandlung über die Mythologien der Ureinwohner Nord- und Südamerikas ganz häufig zu sprechen, und in kulturkritischer Absicht greift er das Thema auch in seinem theoretischen Spätwerk wieder auf. Ein zentraler Hinweis findet sich gleich in dem das Ende der Reisen überschriebenen Eingangskapitel der Traurigen Tropen. In ihm beschreibt er nicht ohne Pathos die Enttäuschung des Forschungsreisenden, der sich auf der Suche nach den letzten Enklaven eines unberührten, primitiven Lebens zu den sanftmütigen Völkern des Amazonas begibt, der dann doch nur als, ich zitiere, armes, gehetztes Wild in den Fängen der mechanischen Zivilisation vorfindet und dennoch versuche, ein nach dem Zauber des Exotischen süchtiges Publikum sich mit Hilfe der Fotografie auch noch deren Schatten aneignen zu können, obgleich sie schon längst dem nostalgischen Kannibalismus unserer Geschichte zum Opfer gefallen seien. Bei Lévi-Strauss lässt sich so eine weitere Umkehrung beobachten, als die eigentlichen Kannibalen erscheinen jetzt auch bei ihm wieder die Europäer, und die positive Bewertung, auch die positive Bewertung, mit der die Vertreter des brasilianischen Modernismo den kreativen Prozess der Einverleibung und Anverwandlung des anderen versehen hatten, verkehrt sich in ihr Gegenteil, der von der eigenen Gesellschaft, der von der europäischen Gesellschaft ist eben nicht konstruktiv wie der brasilianischen, sondern rein destruktiv. Er dient der Auslöschung und hinterlässt nur noch Leere, wie er sie denn auch in seiner Bemerkung darstellt, dass man unsere Wissenschaft nicht als Anthropologie, sondern doch viel eher als Entropologie bezeichnen würde. Eine Anspielung auf die Entropie, den Verfall des Universums infolge des fortlaufenden Energieverlusts. Weit näher steht Lévi-Strauss den Überlegungen der beiden Andrades allerdings dort, wo er auf den klassischen Kannibalismus, nämlich den der brasilianischen Ureinwohner, zu sprechen kommt. Für uns zählt die Anthropographie zwar zu den wilden Praktiken, die uns am meisten
Entsetzen und Abscheu einflößten, doch müsste man bedenken, dass der magisch oder religiös motivierte rituelle Kannibalismus, bei dem es darum ginge, sich durch die Einverleibung bestimmter Körperteile die besonderen Tugenden, die Macht oder auch die furchterregende Kraft, sei es oder Verwandter oder sei es erschlagener Feinde, anzueignen, von uns vielleicht nur deshalb so scharf verurteilt werde, weil wir an die Wiederauferstehung des Fleisches glauben. Die Tupinambar glaubten dagegen an die Wiederauferstehung und wieder in der erneuten Verkörperung der Seele, die sowohl als Jaguar, als auch als Mensch, als auch als Igel und so weiter wiedergeboren werden kann. Aus der Sicht der Anthropophagie betreibenden Kulturen könne man mit dem gleichen Recht unseren Brauch als barbarisch empfinden, so schreibt Lévi-Strauss, gefährliche Individuen aus der Gesellschaft auszustoßen und sie zeitweilig oder für immer in eigens für diesen Zweck errichtete Einrichtungen zu isolieren und von der Berührung mit anderen Menschen auszuschließen. Also Sie hören da bereits einen Teil der Theorie, die dann später Foucault weiter ausbauen sollte. Man sollte sich nur nicht einbilden, einen großen Fortschritt erzielt zu haben, weil man einige Mitmenschen, anstatt sie aufzufressen, so wörtlich Lévi-Strauss, lieber physisch und moralisch verstümmelt. Lévi-Strauss übernimmt hier nicht nur einige Argumente aus dem Manifesto Anthropophago, sondern knüpft auch an den Montaignes Essay über den Kannibalismus der Tupinambar zugrunde liegenden Grundgedanken an, dass ein jeder nur das als barbarisch ansieht, was nicht seinen eigenen Gebräuchen und Gewohnheiten entspricht. In einem fast 40 Jahre später erschienenen Artikel geht der damals 85-Jährige, hier sehen Sie ihn noch als jungen Mann im Alter von 25 oder 26 im Matto Grosso, also als 85-Jähriger geht er noch einen entschiedenen Schritt weiter. In diesem Artikel nämlich nimmt er die Berichte über die wahrscheinlich durch den Verzehr menschlichen Gehirns im Hochland von Neuguinea ausgelöste Kuru-Kuru-Krankheit, die in der damaligen Diskussion über die Übertragungswege des Rinderwahnsinns, die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch daran erinnern, eine wichtige Rolle spielte, zum Anlass einer durchaus provokativ gedachten Schlussfolgerung. Besteht eigentlich, so fragt er, ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den klassischen kannibalistischen Praktiken und den in der modernen Medizin üblichen Organverpflanzungen? Im einen Fall verschlingt man die Körperteile eines fremden Menschen, um sich seine Kraft anzueignen. Im anderen baut man sie in den Körper eines anderen ein, um dessen Leben zu verlängern. Bei aller Unterschiedlichkeit der Zwecke geht es stets darum, so Lévi-Strauss, Teile oder Substanzen vom Körper anderer Menschen in den menschlichen Körper einzuführen. Und es liest sich wie ein Echo auf das Manifesto, wenn er hinzufügt, schließlich ist es das einfachste Mittel, den anderen mit einem selbst zu identifizieren, immer noch ihn sich einzuverleiben. Damit aber hatte Claude Lévi-Strauss in der nun bald schon 500 Jahre währenden Auseinandersetzung über die Tupinambar und ihre, wie man nach seinen Äußerungen wohl sagen muss, gar nicht so absonderlichen Bräuche, noch lange nicht das letzte Wort gesprochen. In Brasilien schritt sie weiter voran und ist sie heute präsenter denn je. In eben den Jahren, in denen Lévi-Strauss wieder auf das von ihm von seinem Aufenthalt in Sao Paulo vertraute Thema zu sprechen kam, verfasste der in den USA lehrende brasilianische Philosoph und Kulturanthropologe Tulio Maranhão, der zu diesem Thema die Jensen-Vorlesungen des Jahres 1998 hielt, und zwar war er der zweite in dieser Reihe. Maranhão veröffentlichte eine Reihe von Aufsätzen, in denen er eine Strukturähnlichkeit zwischen der kosmologischen Weltsicht der Tupinambar und einigen Grundprinzipien von Heideggers
Existenzialphilosophie nachzuweisen versuchte. Ein ähnliches Vorhaben verfolgt gegenwärtig der vom Strukturalismus Claude Lévi-Strauss stark beeinflusste brasilianische Anthropologe Eduardo Viveiros de Castro, der selbst einige Zeit bei den tupischsprachigen Arawete im Nordwestbrasilien geforscht hatte. In seinen seit 2019 auch auf Deutsch vorliegenden Metaphysik-Kannibal, also kannibalistische Metaphysiken. Hier ist auch wiederum die Anlehnung an den Titel von Andrades Manifest unverkennbar. In diesem Buch entwirft er eine von der prädatorischen oder Raubtierkosmologie der Tupinambá und anderer indigener Gesellschaften des Amazonasgebietes inspirierte Ontologie. Sie im Einzelnen hier wiederzugeben, kann nicht der Ort sein. So viel sei jedoch gesagt, dass eine ihrer zentralen Annahmen bzw. Thesen lautet, dass die rituelle Anthropophagie der Tupinambá darauf hinauslaufe, sich durch die Hinrichtung und Einverleibung des Gegners mit dessen Identität, auch dessen Sichtweise anzueignen. Dieser Perspektivenwechsel ermöglicht es dem Mörder, so bei ihm in einer ähnlichen Paraphrase, wie man sie bei Andrade in To Be or Not To Be, That's the Question, auf Malinowskis From the Native's Point of View. Dieser Perspektivenwechsel ermöglicht es dem Mörder From the Enemy's Point of View, also aus der Perspektive des Feindes oder vom Standpunkt des Feindes aus, auf das eigene Selbst zurückzublicken. Er begreift sich von dem Moment an als Subjekt, so Viveiros wörtlich, indem er sich selbst durch die Augen seines Opfers sieht, von dem Moment an, in dem er seine eigene Singularität mit der Stimme des anderen ausspricht. Ich denke, es ist eine Überlegung wert, ob sich Viveiros de Castros Ansehen als eines der international bedeutendsten Kulturanthropologen der Gegenwart der Aktualität seiner Theorie einer, wie er sie nennt, prädatorischen, also raubtierhaften Alterität verdankt. Stellt nicht der Hass, mit dem einzelne Minderheitsgruppen in den sozialen Netzwerken verfolgt werden, das Bild ihrer Gegner mithin, eine der konstitutiven Elemente ihrer Identitätskonstruktion dar, die ihnen gerade dadurch, dass sie sich gegen sie verwahren müssen, zusammenschweißt und eben das Gefühl einer Contradictio in adjecto kollektiven Singularität verleiht. Ja, so fast zum Schluss. Das letzte Kapitel lasse ich jetzt, den letzten Abschnitt lasse ich weg, indem ich nochmal auf die Situation der Tupinambá heute eingehen wollte, um die es leider nicht allzu rosig aussieht. Ich danke Ihnen.